Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich hier einen Produkttest, und zwar ist es die Luftpumpe Thomas AP40. Diese Luftpumpe habe ich mir vor einiger Zeit bei der Firma BGM Teichtechnik in einer Aktion gekauft. Ja, und heute möchte ich einmal testen, ob diese Pumpe das hält, was sie verspricht. Wir haben hier eine Nennstromaufnahme von 39 Watt bei einer Maximalleistung, also eine Luftleistung ohne irgendeinen Anschluss, von 4320 Litern. Ich habe mir hier ein bisschen einen Schummelzettel gemacht, da ich mir die ganzen Daten sonst nicht merken kann. Für uns ist natürlich wichtig, was bringt die Luftpumpe in einer gewissen Tiefe. Hier sind die Daten, die ich aus dem Internet recherchiert habe, dass bei 50 cm noch gut 3.500 Liter an Luft eingetragen werden, bei 1 Meter ziemlich genau 3.000 Liter, ab 1,50 Meter dann noch 2.200 Liter, ja, und je tiefer, desto weniger Luft wird dann befördert. Für uns interessant ist, der ideale Arbeitsbereich dieser Pumpe liegt bei ca. 1,2 Meter. Da sollte die Pumpe dann ca. 29 Watt verbrauchen. Ich habe hier wieder mein Stromkostenmessgerät angeschlossen, was mir auch den Stromverbrauch anzeigt, und da werden wir dann schauen, inwieweit hier diese Daten übereinstimmen. Nun, um für uns das Ganze ein bisschen nachvollziehbar zu machen, habe ich mir hier Markierungen am Schlauch gemacht. Das heißt, wir haben eine Markierung bei 50 cm, eine Markierung bei 75 cm, eine Markierung bei 1 Meter Wassertiefe. Angeschlossen ist der 90 cm japanischer Belüfterschlauch, ebenfalls von dieser Firma BGM Teichtechnik. Sind momentan ja in aller Munde, diese Belüfterschläuche, und ihr könnt euch dann selbst anhand des Blasenbildes ein Urteil bilden, ob das etwas für euch ist oder nicht. Verschlaucht ist alles in 3/4 Zoll. Ich habe da zusätzlich noch ein Rückschlagventil in 3/4 Zoll eingebaut, damit hier kein Wasser zurück in die Luftpumpe gedrückt werden kann. Nun, ich werde die Luftpumpe jetzt starten. Wir haben jetzt sozusagen den Nennverbrauch ohne großen Widerstand, wobei das natürlich nur bedingt stimmt, denn dieser Belüfterschlauch hat schon einen gewissen Widerstand, die Schlauchlänge selber, die Schlauchleitung selber. Ja, und so wie sie jetzt läuft, aktuell, verbraucht sie 28,6 Watt. Also unter den angegebenen 39 Watt. Was sehr positiv auffällt einmal bei der Luftpumpe ist, dass sie nahezu geräuschlos arbeitet. Man hört hier nur ein ganz leises Brummen oder Summen. Ja, und ich habe ja mein Mikrofon hier am Hals. Ich denke, im Video kann man vom Brummen der Pumpe gar keine Töne oder keine Laute wahrnehmen. Und ich werde den Belüfterschlauch jetzt einmal ins Wasser geben. Und zwar mal die erste Markierung bei 50 cm. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Unsere Koi kommen damit noch nicht so ganz zurecht. Ja, und ich denke, das Ergebnis kann sich da schon mal durchaus sehen lassen. Also so sieht es jetzt aus, wenn diese Belüfterstange mit 90 cm Länge hier 50 cm tief ins Wasser getaucht wird. Die nächste Markierung, oder bevor wir jetzt noch weiter runter gehen, schauen wir mal am Stromverbrauch. Stromverbrauch liegt aktuell bei 28,67 Watt, also der hat sich nicht wirklich geändert. Jetzt werden wir dann diesen Belüfterstab einmal um 25 cm tiefer hängen. Jetzt sind wir bei einer Eintauchtiefe von 75 cm, ja, und das Wasser kocht hier nach wie vor ganz gut. Was mir auffällt und was sicherlich ein Problem an dieser Belüfterstange ist, wenn die nicht zu 100% horizontal hängt, sondern es sich leicht neigt, ja, dann tritt auf der einen Seite viel Luft aus, auf der anderen Seite wenig. Vom Stromverbrauch her haben wir jetzt um ca. 1 Watt weniger. Also ich kann hier an meinem Strommessgerät 27,6 Watt ablesen. So, jetzt werden wir versuchen, das Ganze noch etwas tiefer zu geben.
Aktuell haben wir jetzt 1 Meter Eintauchtiefe. Ja, und rein optisch ändert sich an dem Blasenbild für mich nicht wirklich viel. Also es scheint so, als würde diese Angabe von ja, knapp 3000 Liter Luft in 1 Meter Wassertiefe stimmen. Stromverbrauchsmäßig haben wir jetzt 26 Watt. Das heißt, anhand vom Stromverbrauch können wir jetzt schon erkennen, dass die Pumpe mehr leisten muss und hier der Gegendruck steigt. Wir werden jetzt versuchen, das einmal noch tiefer zu hängen. Ja, jetzt bin ich bei mir auf meiner ersten Stufe im Teich angelangt. Da liegt die Stange jetzt am Boden auf. Wir haben hier ca. 1,20 Meter Wassertiefe. Ja, und entsprechend ist der Stromverbrauch noch einmal gesunken, aktuell bei 25 Watt. Und ich denke, wenn man sich das jetzt ansieht hier, dann macht diese Luftpumpe wirklich ordentlich Dampf. Und das Ganze für 25 Watt. Und in diesem Fall war diese Pumpe nebenbei noch extrem günstig. Und das, obwohl es eine Thomas Luftpumpe ist, also ein Markenprodukt. Ja, so viel zum heutigen kurzen Video-Update bzw. zu diesem Produkttest dieser Thomas Luftpumpe. Wenn ihr euch vielleicht wundert, warum mein Teich schon wieder trüb ist und warum im Hintergrund der Endlosbahnfilter ständig spült, ich habe wieder an der Filteranlage etwas gebastelt und dementsprechend habe ich wieder Mulm aufgewirbelt, den jetzt der Endlosbahnfilter in den nächsten Stunden wieder mühevoll herausarbeiten muss. Ja, in diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Wir hören und sehen uns sicher bald wieder. Euer Roland O.